was während der Rede von Bernd passiert ist, diese Totenaktion, das war nicht nur ein Angriff auf Sarah, das war ein Angriff auf uns alle. Im Gegensatz zu den Bundestagsabgeordneten von CDU und SPD und mehreren Grünen stand Sarah, wie wir alle, geschlossen gegen die Verstümmelung des Asylrechts. Sarah hat immer wieder klar das Wort für Antifaschismus und Antirassismus ergriffen. Und deswegen, und das, diese klare Haltung, werden wir auch in Zukunft bewahren, ganz egal davon, welche Toten hier fliegen. Und ich finde, wir sollten eins deutlich machen, wir weisen geschlossen zurück, was hier in diesem Wisch steht. Wir zeigen uns jetzt solidarisch mit Sarah. Und dazu bitte ich euch, euch nochmal aufzuerheben. Okay. Liebe Genossinnen und Genossen, ich bin, wie wir, die daneben saßen, Katja und ich, wirklich erschüttert, ob eines solches agieren. Wie kann man, wenn man sich Menschenfreund nennt, so etwas tun und einem anderen Menschen eine Torte ins Gesicht werfen? Liebe Genossinnen und Genossen, das ist nicht links. Das ist auch nicht antifaschistisch. Das ist asozial, liebe Genossinnen und Genossen. Das ist asozial. Es ist hinterhältig. Es ist dumm. Und dass dann noch ein Kerl einer Frau dann ins Gesicht wirft, das ist einfach inakzeptabel. Unsere Solidarität des gesamten Parteitags mit Sarah. Wir akzeptieren diese Handlungsweisen nicht. Wir diskutieren in der Sache scharf, aber das ist nicht zu akzeptieren. Es ist asozial. Wir weisen das entschieden zurück.